dem Sinne. Aber erstmal müssen wir die Öfen hier oben schnellstmöglichst befeuert kriegen. Und wir haben keine Knickarme? Nein. Okay, dann kaufe ich jetzt die von hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Da oben ist übrigens auch überhaupt kein Kupfergrat mehr. Weil es hier rumliegt. Irgendwie in der Ecke wieder. Also manchmal mit diesen Kurven, das kriegen die Bänder dann so irgendwie nicht hin. Wie es sein sollte. So, jetzt haben wir hier Kupferplatten schon mal. Wir können das da reinschmeißen. Alles schicki. Und wir können uns wieder Steine greifen, ne? Also, dass wir mehr Öfen bauen können und. Deswegen ist es nicht schlecht, dass wir die Ressourcen hier mitgenommen haben. So, aber jetzt mal Butter bei ihr Fische oder so. Nein! Okay. Mein Mistake. Tralalalala. Ich habe das Band 1 zu hoch gesetzt, quasi. Naja, nicht so toll. Jetzt muss ich nämlich alle Öfen wieder abreißen. Ach, hätte ich ja vorher mal machen sollen, ne? Gucken oder so. So, 1, 2, 3, 4. Wir haben eh noch keinen Strom. 5, 6, das macht auch keinen Sinn. Außer aber ich befülle sie erstmal. Naja, gut, ist nicht so dramatisch. So, dahin. Dann hat man gesagt, hier und dahin. Hier und dahin und hier und dahin. Sodele. Jetzt müssen wir quasi das Band hier erstmal abreißen. Und vielleicht machen wir es auch so. Lalalalalala. Ich sammle nämlich den ganzen Kram gleich mit ein. Jetzt kann ich die ganzen Öfen nochmal umsetzen. Na, ich bin ja toll. Naja, egal. So, weil hier muss es schon umknicken. Eins tiefer. Und jetzt können wir natürlich die ganze Sache hier mit Strom versorgen. Boah, das sollte schon reichen. Ja, 2, 3, 4. Und dann können die Knickarme schon mal zugreifen. Und wir packen hier das Zeug in die Öfen. Vorerst, dass wir ein paar Platten kriegen. Können natürlich hier oben wieder ein paar Kupferplatten rausnehmen. Wobei das alles nachher vollautomatisch laufen wird. Logischerweise. Ich will ja nicht jeden Ofen einzeln bedienen. Ich bin ja nicht hier in Minecraft oder so, ne? Wobei, da gibt es ja auch Systeme und alles, um das nicht machen zu müssen. Da habe ich auch mal einen vollautomatischen Ofen gebaut. Es ist toll. Muss ich doch mal sagen. Habe ich aber allerdings nicht aufgenommen oder so. Juppie, und da ist schon wieder die Forschung abgeschlossen. Meine Güte. So, den Flammenwerfer können wir auch erstellen. Flammenwerfer, Brennstoff. Okay, interessant. Wir machen Laser. Laserfeuerrate. Höher oder... Schadenserhöhung. Ja, da finde ich es auch immer so ein kleiner Zwiespalt, ne? Macht es mehr Schaden, wenn ich mehr Feuerrate habe? Oder macht es mehr Schaden, wenn ich mehr Schaden habe? Ne? Also irgendwo, finde ich immer, gleicht sich das doch ein bisschen aus. Kommt natürlich immer drauf an, aber trotzdem. Ist ja bei vielen Spielen so, ne? Je nachdem, was man dann so hat. Ja. Macht man halt mehr Schaden, ne? In dem Sinne. Also in jedem Fall macht man auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. Als ohne. So, und ich bemerke gerade, das hier wäre Blödsinn. Erstmal. Aber egal. Weil wir ja die Kohle hier jetzt schon mal durchschleusen. Auf die Seite. Hier könnte man natürlich das Bäumchen wieder abreißen. So, dann könnte man die Öpfchen hier abreißen. Tralalala. Ja, passiert halt mal, ne? Dass man sich um eins verbaut oder so. Kommt vor. Und dann baut man das hier einfach wieder. Tralala. Eifrig wieder auf. So, und jetzt kommt es natürlich mehr Öfen als Kupfer, weil hier werden wir die Produktion wesentlich höher bauen. So, und jetzt könnte ich eigentlich auch schon wieder mehr Öfen bauen. Ne? So.
Allerdings habe ich jetzt nicht mitgezählt. Macht auch nichts, denke ich mal. Weil das wird so ungefähr die größte Produktion ever, die wir machen werden. Mit dem Zeug. So einen möchte ich noch haben. Mal gucken wir uns die Reihe Öfen mal an, ne? Das wird eine Umweltverschmutzung sondergleichen. Ich frage mich gerade, warum diese Bäume hier angeranzt sind. Bin ich da mit dem Auto mal gegengefahren? Kann das sein? Es muss schon lange her sein. Aber die Bäume erholen sich auch nicht, ne? Dieses Gewürmzeug und sonstiges, das erholt sich mit der Zeit. Wenn man einen Baum angefahren hat, der ist kaputt. Egal wie viel 100.000 Jahre vergehen oder so, der Baum ist kaputt. Und ich bin schuld. Logisch. So, egal. Ja, jetzt kriegen wir schon mal Kupferplatten und diese Platten. Jetzt muss ich mal schauen, dass wir 3 Fließbänder. Wow, ich bin reich. Ich habe 3 Fließbänder. Das war natürlich hier ein bisschen uns an den Platten hier ein wenig ergötzen und die rausholen. Könnt allerdings jetzt auch hier wieder Holz verbrennen. Ich weiß nicht, diese Kohlengedöns, nee, da hatte ich's schon. Ich werde mal wirklich Holz verbrennen, dass ich das ein bisschen loswerde. Weil das ist mir so, naja, ich habe einfach zu viel von dem Mist. Sagen wir mal so. Und irgendwann braucht man es auch nicht mehr so arg. Gut, ich mache ja viel mit den kleinen Teilen hier an Strom und allem. So. Nee. Da soll es stehen. Ja, jetzt können wir nämlich so machen. Zack. Und dann sind die Öfen erstmal so ein bisschen befüllt. Ich bin ein bisschen holzlos. Ah ja, jetzt haben wir X gedrückt statt was anderes. Hallo! Lässt du den Unfug? Ich habe gerade meinen Ofen geschossen. Und zwar mit der C-Taste. Schießen wir einfach mal, ne? Eigentlich schon. Hallo? C? Schießen? Nö. Da, Züge koppeln. Erdwürkins. Achso, man muss irgendwas an... Wie ein Baum. Kann ich einen Baum umschießen? Das geht, ich kann einen Baum erschießen. Toll! Ich bin ein Held. Ich kann einen Baum erschießen. Okay. Das ist sinnig, ne? Dass man so einen Baum erschießen kann. Theoretisch schon irgendwo, aber naja. Ich weiß nicht, muss das sein? So ein bisschen Holz werde ich mir natürlich noch aufsparen, dass wir hier auch ein paar Strompfosten noch hinsetzen können. Etc. So, jetzt nehmen wir hier wieder ein paar Platten raus, aber dadurch haben wir auch Platz für die Platten. Und wir brauchen gleich auch große Knickarme und so weiter. Hast du dich da vorne schon wieder in der Kurve gestaut? Könnte das sein? Danke. Ja, ja, ja. Manchmal ist das so ein bisschen. Na, na, na. Aber egal. Sudele. Also damit hätten wir so ungefähr die Grundproduktion wieder erstellt. Auf dieser Seite jetzt quasi. Und drüben, die läuft ja immer noch weiter. Also sprich, da ist ja auch kein Stillstand. Ne? Dementsprechend, ja, kokeln wir jetzt eine ganz schöne Menge weg auf dieser Map. In dem Sinne. Aber naja, in dem Fall, sagen wir mal so, kann zu viel nicht vorkommen. So, drum mache ich auch mal ein paar Knickarme mehr. Dass wir hier auch ein bisschen zu Rande kommen. So, der muss natürlich so und so und tralala. Jetzt machen wir das Ganze oben und das andersrum. So, und jetzt werde ich dann später quasi die Öfen wieder entleeren, logischerweise. Und zwar nach unten hin jeweils. Also besser gesagt, oben die nach oben und unten die nach unten. Mit größeren Knickarmen, mit den roten. So, deswegen habe ich auch schon gesagt, das mit der Kohle hier war ein bisschen, naja, falsch. In dem Sinne.
lasse ich das wieder hier so laufen. Ja, ne? Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ja. Und dann haben wir demnächst hier riesen Monster-Plattenvorräte, die nicht mehr feierlich sind. Ach, so viele Öfen sind es auch wieder nicht, oder? Wenn man jetzt den Block mal durchzählt, na gut, den einen lassen wir kurz weg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 30, 31, okay. 31 Öfen ist doch nicht so viel, oder? Ich übertreibe doch überhaupt nicht. Nein. Psst, kommt man denn darauf? Würde ich nie tun. Lalala. Nee, aber ich würde sagen, ja, entweder ich baue das hier jetzt offscreen quasi erstmal fertig mit den Öfen, weil das wird ein bisschen noch dauern, aber boah, ich denke mal, stört euch auch nicht, wenn ich das onscreen mache. Aber ich werde dann wohl erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffe ich doch sehr. Und wir sind doch dann alle gespannt, wie es hier weitergeht, denke ich doch mal. Mit der Monster-Riesenproduktion und wie viele Monster da wieder was gegen haben werden. Bisher ist ja noch keins gekommen. Ja, bisher. Aber eine Garantie dafür ist das natürlich nicht. So, also denn, danke ich euch fürs Interesse, fürs Zuschauen. Der Zug fährt noch eine Runde und bis zum nächsten Mal. See you!